Hey Leute, willkommen zurück zu Bloodborne. Okay, Schloss Kanehurst, die Bibliothek. Dort geht es weiter und ich werde erst noch mal ganz kurz ein Stück zurückgehen. Denn ich habe so die Vermutung, dass wir hier zu weit gegangen sind. Ich will nämlich noch mal hier runterspringen und... genau, will noch mal die alten Trollers da wegschnetzeln. Oh ne, ich wollte springen. Wie geht das nochmal? Ich muss doch den Knopf drücken. Den Sprintknopf nochmal. Genau so, Freunde. Freunde der Sonne. Oh ne, die schreien wieder. Oh. Hat die gerade mit ihrem Kopf was Fieses gemacht? Au. Okay. Ladies, oh nein. Ich bin betäubt. Du hast gesehen. Oh nö. Die betäubt mich halt echt. Guckt euch an. Übel, übel. Übel, übel, diese Troller. So, was hast du da? Henker Handschuhe. Ah. Hä? Die habe ich doch schon. Die Henker Panzerhandschuhe. Was ist der Unterschied zwischen den Henker und. Wo sind denn die jetzt? Ich glaube bloß, das ist keine Ausrüstung, sondern was anderes. Henkerhandschuhe, beschwöre zornige Geister. Einer der geheimen Schätze in Kanehurst, die Handschuhe eines Henkers aus einem fernen Land. Unter Henkern wurde sie vom Vater an den Sohn vererbt. Sie können verwendet werden, um zornige Geister der Vergangenheit durch das Beschmieren mit Blut zu beschwören. Man sagt, Edelleute fanden unermesslichen Gefallen an den Tänzen dieser rachsüchtigen Geister. Lass mich raten, das ist auch was PvP-mäßiges. Ich sehe euch schon. Kacke. Viele von denen hier rumlaufen, ne? Oh Gott, die ist... Ah. Okay. Okay. Nämlich deren Schrei einfach mal betäubt. Oh nö, die haben auch die Hände. An die Hände! An den Kopf ran! Komm und lass uns blöd rumschreien. So. Gib, gib, gib! Was haben wir hier? Rittergewand, Ritterhandschuhe und Ritterhose, Kleid. Aha. Rittergewand. Oh, das hat ziemlich viel Blutabwehr. Nicht schlecht. Tracht der Ritter von Kanehurst. Ein königliches Stück mit filigraner Goldschmiedekunst. Der Stil der Kanehurst vermischt Nostalgie und Prunk. Selbst über die blutverschmierten Kadaver der Bestien, die sie zurücklassen, zeigen sie stolz. Überzeugt, dass sie als Beispiele dekadenter Kunst zurückbleiben werden. Sehen wir uns mal an. Oh, sehr schick. Aber mir gefällt das Henkersgewand eigentlich besser, muss ich sagen. Das hat nämlich bessere Werte, viel bessere Werte. Für einen Henker ist das außergewöhnlich hell irgendwie, oder? Naja, mal gucken. Mal gucken. So. Ja, das fährt durch. Oh. Ein Gargoyle. Ja, natürlich ein Gargoyle. Natürlich ein Gargoyle, was denn sonst? Denn? Hat er mich mit umgeworfen? Ich dachte, die lassen jetzt alle Brocken fallen. Ach, guck mal, hier ist noch ein Sims. Oh, cool. Da geht's weiter. Schau ich gleich mal. Ich glaube nämlich, hier geht's sowieso nicht weiter. Da sind sie wieder, die Gargoyle. Sagt man eigentlich Gargoyle oder Gargyl? Die Mehrzahl, der Plural von Gargoyle. Gargoyle oder Gargylen? Oder Gargoyles? Ich meine, es gibt ja diese Zeichentrickserie, die Gargoyles. Aber, ob das so stimmt? Mhm. Okay. Yay. Blut. Verwandten, Kaltblut. Oh, hi. Was? Gib
wir mal was hier. Nein, nein, nein. Oh Gott. Beinahe. Beinahe. Es ist so geil hier. Mitten auf einem schneeverwehten Sims da lang zu laufen. Ach guck mal, jetzt sind wir wieder hier. Haha, da war ich ja schon. Nee, ich glaube, da muss man hier auch. Ach so, da wäre ich jetzt. Nee, warte mal. Warte, warte, warte. Ich habe noch was übersehen, nämlich, bevor ich jetzt da weitergehe. Da oben war noch eine Tür. Wahrscheinlich kam ich da aber nur raus auf diesen Sims, oder? Guck mal, hier bin ich ja dann nicht weitergegangen. Hier, genau. Dieser Durchgang. Oder? Genau, dann wäre ich hier raus und da runtergefallen. Krass, okay. Hat sich das erledigt. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Man muss ja alles abstecken. Aber schade, ich habe gedacht, ich habe ein Secret gefunden. Dabei war das der reguläre Weg. Och Mann. Ich habe doch so gerne Secrets. Wenn ich die mal entdecke, dann bin ich da immer so ein bisschen stolz auf mich. So ein bisschen. Okay. Zack, 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 zack. Dann gucken wir doch mal. Das ist hundertprozentig irgendwie ein Bossgebiet, oder? Das ist viel zu groß. Och Leute, ich habe Angst. Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht, was kommt. Es ist bestimmt irgendwas Fieses. Oh no. Oh, ein Gargoyle. Mehr nicht. Na dann. Oh, der hat aber rote Augen. Ist doch was für mich, du rotäugiger Schweinebär. Oh oh. Ah, oh, nö. Ach, komm schon. Ach, du Heiliger. Der beißt. Der beißt. Ah, oh, lass los. Lass los jetzt. Soll das hier so eine... Oh, eine Ritterperücke. Was ist das für eine Perücke? Soll das jetzt so eine Anspielung sein auf die Turmgargoyle? Ich glaube, das ist eine Anspielung, oder? Naja, gucken wir mal. Hä? Wo ist die denn, die Ritterperücke? Habe ich die hier bei den benutzbaren Gegenständen oder ist es was? Nee. Hä? Wo ist denn das? Nee, da war. Nein. Ritterperücke. Das ist auf keinen Fall eine Waffe, oder? Das wäre ulkig. Was bin ich jetzt? Wo ist die Ritterperücke? Ich übersehe sie bestimmt wieder, weil ich blind bin im Moment. Immer ein bisschen, ne? Ein bisschen blind. Es ist doch ein Helm. Mann. Okay. Das sieht irgendwie komisch aus. Ja. Bei den Rittern von Kanehurst geschätzte Verzierung. Sieht aus wie ein Pferdeschwanz, ein Pferdeschwanz aus Silberhaar. Der Stil der Kanehurst vermischt Nostalgie und Prunk. Selbst über die blutverschmierten Kadaver der Bestien, die sie zurücklassen, zeigen sie stolz. Überzeugt, dass sie als Beispiele dekadenter Kunst zurückbleiben werden. Aha, guck mal, ich hab ein Zäpfchen. Da hätte ich vielleicht doch silberne Haare nehmen sollen. Oh Gott, guck mal. Oh Gott, guck dir den mal an. Hi, tai, tai. Nee, lass mal. Ich lass mal das Henkersding an. Das gefällt mir besser. Ja, und jetzt war's das hier? Bin ich jetzt echt nur wegen einer Perücke hier hoch? Wow. Oh, wow. Ich habe mir eine Perücke gekrallt. Ich dachte jetzt echt, hier kommen Bosse oder Turmgargoyle oder sowas. Hm. Echt jetzt mal, hier ist nichts mehr, ne? Ich pack's ja nicht. Oh, hier kann ich gar nicht runter. Doch. Ach, hier wäre eine unsichtbare Kante. Wow, das sieht ein bisschen erschreckend aus, alles hier, ne? Liegt da bestimmt noch irgendwo was. Nee. Das ist der Fenstersims.
Das war es doch nicht schon hier, oder? Das war es nicht schon, Leute. Erzählt mir das nicht. Hier muss noch irgendwas sein, wenn ich hier rumlaufen kann. Und es kein Bug oder Exploit oder Glitch ist. Es ist auf jeden Fall kein Bug und kein Glitch. Seht mal, da ist nämlich hier noch... Aha, ein Loot. Verbrannten Kaltblut und eine Leiter. Das ist doch ein regulärer Weg, wette ich mit euch. Es kann nicht sein, dass das hier Geheimnisse sind, weil ich hier so einfach hinkomme. Und selbst ich finde Geheimnisse hier. Und das muss ja schon was heißen, ne? Geheim ist anders. Mann, ist das cool. Einfach über die Dächer hier laufen. Oh ja, das sieht gut aus. Zeichen eines starken Jägers. Ja, das werden die nicht umsonst hier platziert haben. Dass man sich nämlich nochmal verpieseln kann, wenn jetzt was kommt. Ja, aber mit 26.000 Blutechos finde ich das jetzt nicht so wild, wenn ich die verlieren sollte. Da muss ich halt nochmal ran, ne? Da muss ich halt nochmal. Da fliegt noch was hinter den... Ne, das war der mit den Dingern, ne? Ja, hier, der. Das war der. Okay, auf der Seite. Komme ich auch schlecht hin. Ich könnte rüberspringen, aber naja. Nee, doch. Doch, doch, doch. Warte. Ja, ich will jetzt alles wissen. Ich will wissen, ob hier noch was liegt, Leute. Das ist nicht wichtig. Ist aber nichts. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe ein bisschen Bammel. Was ist das da? Ein Thron? Oh ja. Oh ja, Märtyrer Logarius, die alte Gichtkralle. Oh Gott, nee. Das sieht ja verlockend aus. Oh Mann, der schießt irgendwelche langsam schwebenden Dinger. Märtyrer Logarius. Ich hab's gesagt, der tut nur so, als wäre er so langsam. Okay, es ist ein Zauberer. Einmal diese Kugeln, dann macht er diese Schädel und noch was. Oh, schon wieder eine. Leute, ich habe Angst. Ich will da nicht nah rangehen. Das ist, glaube ich, tödlich. Ja gut, fliegen eine gewisse Strecke und dann schlagen sie auf. Aha. Schäfer, die der abschießt. Oh. Oh Gott, der hat mich... Wow. Oh wow. Das ging schnell. Oh wow. Was wollen wir übrigens wetten, dass ich hier eine Abkürzung übersehen habe? Da ist bestimmt irgendwo ein Shortcut, wie ich ganz schnell wieder zu ihm hinkomme. Wenn jetzt geschrien wäre, das Ding hier nicht offen. Ne? Wenn jetzt kommen würde, dieser Mechanismus funktioniert leider nicht. Nein, nicht geschrien, aber ich hätte schon gegrunzt. Ein wenig. Ich hätte ein wenig gegrunzt. Ich probiere mal ein bisschen rum jetzt. Vielleicht mit Arkan? Oder... Okay, wir probieren mal einfach ein bisschen. Oh ja, die ganzen Troller sind wieder da. Moin, moin. Moin, moin. Moin, moin, moin. Schießt er? Ja, er schießt doch. Sag mal,
Aber guck mal, das macht mir keinen Schaden irgendwie. Finde ich ja sehr ulkig. Au. Ja, der Typ ist heftig. Ist das Arkan, was er macht? Dieser Typ, dieser König? Logarius? Ich bin halt noch ein bisschen am Analysieren, aber irgendwie... So. Geht ja schnell, ne? Ich komme ja ruckzuck wieder hin eigentlich. Logarius. Woher kenne ich den Namen? Haben wir den nicht schon mal irgendwann gehört hier in der Lore? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, den hätten wir schon mal gehört. So, ich habe übrigens keine Ahnung, was gegen ihn für eine Taktik hilft. Also soll ich um ihn rumstraven und immer mal zuhauen, dann wieder weg oder was? Ist etwas schwierig. Ich probiere es jetzt einfach mal. Vielleicht kann man ihn auch parryen, aber das glaube ich weniger. Der haut ja nicht gerade oft zu. So, wir haben noch Blitzpapier und Feuerpapier. So, Logarius, da ist mein Blut. Erstmal weg. Erstmal weg. Einfach mal rumprobieren. Sehen, wie das vorbeigeht, ne? Oh ja. Aha. Schädelchen. Blitzpapier. Nächstes. War jetzt nicht so erfolgreich. Aha. Der springt mir zu viel, der andere springt nicht. Oh, was jetzt? Weg von der Kugel. Oh, was ist das denn? Ach du Elend. Ach du Elend. Dieses Schwert da. Weg da. Okay. Ich wollte gerade schlagen, meine ich. Stechen. Oh ja, man kann ihn parryen. Geil. Gut zu wissen. Au, sag mal. Der Arsch. Jetzt, gib ihm! Oh. Yes! Komm her! Oh nee! Ich kann nicht heilen! Komm! Au! Schönen Dinger, du! Schönen Schwerter.
geschafft. Oh, jawohl. Nein. Das ist mies. Ja. Lugarius. Cooler Boss. Ich habe zwar gekämpft wie so ein Honk, Märtyrer Lugarius, aber es hat funktioniert. Wow, habe ich Puls, Kinder. Han ich Puls. Ja, es hält sich in Grenzen gerade, ehrlich gesagt. Ah, cooler Kampf, richtig cool. Also, ich war jetzt ein bisschen panisch. Ja, ich weiß, aber hätte ich da ein bisschen mehr drauf geachtet, hätte ich ihn gut parieren können die ganze Zeit. Oh. Oh. Krone der Illusionen. Ich wette, das ist eine Rüstung. Die Krone der Illusionen. Wo haben wir sie denn? Da, Krone der Illusionen. Eins der kostbaren Geheimnisse von Kanehurst. Die Krone des alten Königs soll Illusionen freigeben und ein Trugbild mit einem Geheimnis enthüllen. So trug Lugarius die Krone aus eigenem Antrieb, entschlossen, eine einzige Seele vor dem bösen Geheimnis zu bewahren. Welche Vision sah er, als er ruhig auf seinem neuen Thron saß? Hm. Die ist gar nicht mal so gut, leider. Eine Krone. Meine Krone, Kinder. Meine Krone. Alles klar. Aber ich würde sagen, das war ein erfolgreicher Abschluss. Ich glaube, wo wir jetzt weitergehen können, war nach dem Wiedergeborenen, oder? In Yahagul, in der Stadt. Naja. Erstmal zum Traum. Part beenden. Ja, ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß mit mir und dem Projekt. Ich weiß nicht, wie lange es noch geht, aber ich bin im letzten Drittel, habt ihr gesagt. Wird sich entscheiden. Leute, lasst mir Liebe da, schreibt mir nette Kommentare und schaltet ein zu Bloodborne.